Moin moin, und da sind wir wieder. So, hinter feindlichen Linien, auf geht's. Wo ist denn Isaac eigentlich? Achso, auf jeden Fall dabei. Ja, ich lauf bloß nicht hinterher, weil das bringt sowieso nichts. Jetzt anklopfen. Da müsste dann die Katze kommen. Wieland. Wo anklopfen? Nein. Ja. Euer Junges hat sich rar Da ist gemacht. sie. Da. Kommt eine, aber Der mit der kann ich Gefährte. nicht machen. Warte. Wie ihr sicherlich Geh mal weg da. Doch, ich kann mit der was machen. Ist keine Kappe. Ich kann sie so streicheln. Aber habe ich anscheinend schon gemacht. Ich habe auch in meinem Leben alle Muschis gestreichelt, die ich gesehen habe. Ehrlich? Das erzähle ich deiner Frau. Ja. Alles davor. So habe ich mich kennengelernt. Das war die einzige Muschi bei der. So. Auch wieder 18 erreicht, Level 18. Nach 22 Uhr ist alles okay. Hier ist der Plan. Ja. Vielleicht sollte ich mal die Veröffentlichungszeit von 12 Uhr auf 12 Uhr nachts umstellen. Weiß nicht, kriegt man bei sowas automatisch so ein Rating oder so? Nee. Nee, du kannst. Das ist irgendwie schon es so gibt Pflichtfeld tatsächlich, ob es für Kinder geeignet ist oder nicht. Genau. Wir reden ich mache immer nein. Ich mache genau. Automatisch nein. Aber wir reden von ist das nicht so, wenn du sagst, es ist für Kinder geeignet, kannst du es nicht monetarisieren? Ich meine, ihr werdet nicht so viel Werbung da schalten oder. Kommt da überhaupt gar keine. So gar keine. Nee, gar keine, weil wir die 1000 noch nicht erreicht haben. Okay. Also, meine lieben Zuschauer, ja. Uns keine beiden abonnieren, schön, dass wir die 1000 voll kriegen. Ja. Sascha, weißt du eigentlich mittlerweile, wie viel. Also, erst du, Ole. Alles gut, ich habe nur gesagt, habt ihr es verdient? Nö. Natürlich. Nö. Nicht. Sascha, wie viel ist jetzt von dem Prime-Abo eigentlich angekommen? Achso, nee, habe ich noch nicht nachgeguckt. Ist was Kannst angekommen, aber. Mal nachgucken? Keine Ahnung. Aber das war toll. Welche Erfolge du da hast, hier drin. Achso, dann kann ich doch schnell gucken. Genau. Das darfst du uns schon den Erfolg gar nicht sagen. Dann würde ich die Erfolge wählen, genau gesagt. Ridlock. Wo sind denn die Erfolge für diese? Ich habe die Verkleidungstränke. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, Kommandeur. Was muss man denn eigentlich als Suchbegriff einnehmen, um diese Erfolge, die einem fehlen, zu finden? Genau, das freue Kein ich mich auch Suchbegriff gerade. Einfach. Was? Ohne Suchbegriff einfach Chronik-Erfolge und dann, ja. Wie das Ding halt heißt da. Ja. Der okay. Feindlichen Linien ist aber nur Kehr zurück. Also von, ja. Zur Art finde ich da nichts. Also, du gehst bei Chronik. Ja. Welches war das? Jormax erwachen und dann hast du ja erstmal die Teile der Erfolge, die du nicht hast. Und bei denen schaust du nach, wo einfach mit dem Kursor drüber, wo was mit von Chronik. Okay, ja, dann Jormax erwachen. Ja, alle die du nicht hast, offen. Und da schaust du nach, welche von denen. Beispiel Story-Kapitel hier. Oh, Zitadellen zerkleineren Belagerten. Beeindruckend. Schatzschnüfflerin. So, zum Beispiel der Geist. Story-Instanz hinter feindlichen Linien. Habt ihr der Geist abgeschlossen? Oder hat es einer nicht abgeschlossen? Abgeschlossen. Wie bitte? Was? Der Geist. Der Geist. Geist. Moment, der Geist. Nee, ich nicht. Gut, dann machen wir das, weil das ist die schwierigere Version. Ja, dann werden wir den mal an. Der Geist, ohne entdeckt zu werden. So, und jetzt musst du erstmal Grezia bitten, Verkleidung. Ich bin bereit, ich werde diesen Verkleidungstrank nehmen. Zack. So, immer vorsichtig ran. Man darf nicht erwischt werden von den Dingern, das kennt er. Und man geht hier am besten auch. Seid leiser. Bleibt unbemerkt. Zuerst mal musst du links ran die Ladung holen. Eine Ladung holen. Habe ich irgendwas gesagt? So, zum Beispiel einfach hier ran und dann das holen. Das kannst aber nur du und alle anderen bleiben außerhalb. Und dann hier zu der Kanone, am besten so von der Wasserseite da ist die her. Erste Kanone. Dann rangehen.
erst oder so hatte ich auch geschafft, aber irgendwann wurde ich mal entdeckt. Hatten wir das nicht nur erst gemacht? Und dann hier das machen. Haben wir schon mal hier. So, und dann... Eins drücken oder was? Entschärfen. Nee, nicht entschärfen. Scharf machen. Ja, scharf machen. So, ach ja, die anderen Mitspieler, die, wir können die ablenken. Wir pfeifen ständig. Ja. So, und dann kannst du gleich als nächstes, ja, sobald es fertig ist. So, und jetzt kannst du gleich nochmal so eine Ladung, Oberherrschaftsladung holen, dann sparst du dir nämlich... Ja, ich habe hier vier, die gucken mich die ganze Zeit an, aber die sind einfach zu doof. Ja. So, und dann hier rechts Wasser entlang. Ja. Moment. Die denken, was ist das für ein hässlicher Freak, ja? Der pfeift die ganze Zeit, ist ja bescheuert. Und auch hier gehst du ganz, dann ganz rechts am Wasser. Ich guck mal, dass wir den ablenken können. Warte mal, von hinten. Moment. Du gehst ja am Wasser entlang. Ja. Wie kann man denn aufeinander stacken? Das wollen wir nicht. Ich hab gleich sechs Leute hier stehen. Ja. Du guckst so, dass du möglichst weit weg. Ja. Aber hier muss ich, glaube ich, stehen. Weiter weg kann ich nicht. Blau, so, gelb, und dann blau, von dort. Blau, gelb, blau. Na gut, so, und hier kannst du gleich rechts bleiben. Du kannst jetzt nämlich im richtigen Moment hier hoch, musst dir aber gucken, dass du nicht gesehen wirst. Ja. Das kann unter Umständen etwas hakelig sein hier. Kannst du nicht durchs Wasser? Aber ich guck mal, den abzulenken. Warte. Kannst du auch durchs Wasser rechts? Warte, ich hol mir da hinten schon mal eine Ladung, weil die wird nicht bewacht. Wenn ich eine habe, habe ich eine. Zack. Und auch hier wird es ein bisschen hakelig, muss ich mal gucken. Moment. Also, bewacht die Leute, komme ich hier hoch? Prinzipiell kann man am Wasser entlang. Kannst auch rechts einfach durchs Wasser schwimmen. Aber da steht auch noch jemand, ein Söldner. Und auch hier von... Nein! Ui. Oh nein, geh nicht ins Licht. So, warte. Nein, steh scheiße. Zack. Gelb, blau, gelb, gelb. So, und jetzt auch weiter aufpassen, rechts bleiben, außerhalb der. Ich, ja, jetzt kommt noch. In Ordnung, die Luft ist bumm. So, musst du noch das Bumm machen. Endlich, jetzt darf ich mal was hochgehen lassen. Ja, der Geist ist abgeschlossen. Gut, damit haben wir den schwierigen Teil durch. Jetzt können wir den Dödel hier. Nein, Geldrius Krallenbeiß. Und zwar ein Bericht von Saboteursorden. Ist das der Grund? Ja, klar. Moment, habt ihr... Ja, klar. Boah, der holt mich. Naja. Ich glaube, der ist noch nie so schnell umgehauen worden. Nee. Ja, moin, du da drüben. So. Wie ist die Lage da oben? Schlecht. Bangas Oberherrschaft wird in industriellem Maßstab zur Frostlegion verwandelt. Wo geschieht das? Wie gebieten wir dem Einhalt? Da ist eine Festung aus Eis, direkt über Nornruinen. Dort werden die Char verwandelt. Jormark ist dort. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Malis erwähnte, ihr hättet ein Lager weiter drin. Wir arbeiten daran. Zuerst müssen die restlichen Eisbarrikaden weg. Daher der Flammenwerfer? Genau. Sehr wirksam gegen... Ihr wisst schon. Eis. Jedenfalls, sobald diese Eisbarrikaden fort sind, könnt ihr direkt ins Lager... Genau, alle außer Malis Ingenieure nehmen den Flammenwerfer. Ja, haben wir... Ingenieure, die haben bessere Waffen. Die haben den besseren Flammenwerfer sozusagen. Und hier einfach alles Eis weghauen. Ja. Auch, Oh, Feuer! Wir werden von Eismut angegriffen! Ich habe Feuer gemacht. Ja, fiel mir auch keiner ein. Immer her damit.
Ich weiß nicht mal, woher das kommt. Das kommt bestimmt aus irgendeinem Film, den ich noch nie gesehen habe. Ja, genau. Tom Hanks. Stimmt, ja. Auf der Insel. Verschollen genau. Auf Deutsch. Shit-Titel. Ja, vor 2000. War doch der große Ball. 2000 ist das so ein Geburtsjahr. Was? Nee, ob der vor. Also, nein, das ist nicht, aber es vor, ist der vor 2000 rausgekommen? Nee, ich glaube nicht. Genau. Gab's auch vor kurzem auf Netflix? Kleine Werbung reinhauen. Du kriegst da gar kein Geld für. Dein Geburtsjahr ist 2001, nee. Oder Adrian? Wie bitte? War das dein Geburtsjahr? Vor 1? Nee. Vor 1? Nee. Nee. So jung bin ich nicht. Bist du nicht mehr? 98. Ja. Ja. Ach Gott. Ich bin noch. Schon fühle ich mich alt. Ich bin noch ein 90s-Kid. Oder ja. So. Nee, stimmt ja, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Doch, der letzte Sprung. Danach geht, bin ich ein 80er-Kid. Danach geht, bin ich ein 60er-Kid. 80er meinst du 1800 oder? 80er. Ich dachte, er sei verrückt. Dann hat sich das Eis bewegt. Warum sollte Banga seine ganze Zeit nicht so alt, wie man sich fühlt, also. Bin ich 60. Was, wenn gar nicht Banga das Sagen hat? Ja. Wir müssen das stoppen. Panik. Auf der Stelle. Wenn Jormak darauf wartet, dass Banga ihm eine Armee liefert, dann vernichten wir die Armee. Genau. Wie schnell bekommen wir Smodo und seine Belagerungsmaschinen hier herauf? Ich habe die Einladung verschickt, bevor wir überhaupt wir brauchen Maschinenwerfer, haben. Sprengstoff, C4. Sein. Ja. Kommandeur, ich werde mal in den Nornruinen in der Nähe der Feste nachsehen. Gibt wir brauchen Nuklearwaffen. Gute Idee. Nukular und ist während das. Wir Nukular. Unsere Truppen hier sammeln, fangen wir an, das Rängen zu nagen. Leitet sich von Nugat ab. Oh, irgendwas habe ich abgeschlossen. Ah, sehr schön. Aber ja, noch. Glimm, was zu sagen. Sprechen. Malise hat mich gewarnt, das nicht zu einer persönlichen Sache zu machen, aber ich glaube. Das wissen wir jetzt beide besser. Glimm, seid ihr das? Glimm Schicksalsschmieden. Ich gehörte zu der Gruppe, die die Klaue des Khan Ur verfolgte. Wie lange das schon her zu sein scheint. Kommandeur, ich wollte euch danken. Almora war meine Großmutter. Wegen Klaue euch kenne ich die Wahrheit, das war noch vor Guildwas 2. Banga hat Almora getötet. Und jetzt werden wir Banga töten. Ich fühle mich gut. Und dann seid ihr nicht beide wachsam? Jetzt und immer da. Und als mir mein Imperator von dieser Operation erzählte, wollte ich dabei sein. Musste ich dabei sein. Nach dem, was Banga Almoran getan hat, richten die Wachsamen ihre Aufmerksamkeit von Drachen auf Imperatoren und Legion. Nun ja. Eigentlich nur auf einen. Reicht ja auch. Wo sind die restlichen Truppen der Wachsamen? Yavi sorgt in den Biora-Sümpfen für Ordnung. Und Larantir bringt sich auf Stand. Er war am Hain als Almora. Tut mir leid. Wir hatten alle gehofft, die Dinge würden sich nach Kralk wieder normalisieren. Aber vielleicht ist das ja das neue Normal. Ja, auf jeden Fall. So, das war es. Instanz verlassen. Zack. So, jetzt ist hier eigentlich auch direkt die nächste, wenn ich das richtig sehe. Ist wahrscheinlich ein bisschen raus. Simple Verhandlungen wiederholen. Was macht ihr gerade? Ich versuche Smodor nicht zu töten. So schlimm, ja? Er und Braham streiten über Strategie. Was uns betrifft, hat keiner einen schlechten Plan, aber... Wir waren so nah dran. So nah dran, Rhydan zurückzuholen. Ich weiß. Also, Smodor nicht zu töten. Schwieriger, als es aussieht. Ach. Nochmal, schaut.
Ich sage ja nicht, meine Idee sei perfekt. Ihr wollt den Kommandeur und einen Einsatztrupp durch die Nordruinen in die Feste bringen. Genau. Und dann gehen wir direkt zu Banga und erledigen ihn, ehe er Jormak erwachen lässt. Habt ihr die Tür in die Ruinen überhaupt schon auf? Nun ja, noch nicht. Wir brauchen den Kommandeur bei uns an der Front. Ich werde Banga aufhalten und ihr werdet mir helfen. Graham, stell mich so hin, dass ich gute Sicht habe. So weit. Die Geister sind hier und die Gravuren sagen eindeutig, ihre Magie öffne den Weg. Aber ihr habt noch nicht mit ihnen sprechen können, sonst hätten sie euch ja inzwischen reingelassen. Kommandeur, wir können nicht warten auf diese Magie. Meine Belagerungsmaschinen sind bereit. Treten wir die Vordertür ein. Diese Magie, ich hab Öl. Hören wir mal Smodus zuerst. Bams Plan ist gut, aber Joma kommt dem Erwachen jede Sekunde näher. Wir müssen jetzt abmarschieren. Was liegt zwischen uns und der Vordertür? Frostlegion, Svanir und Eisbrut. Nicht zu vergessen diese Klaue von Jormak, die da draußen herumfliegt. Ganz schön viel Widerstand. Aber ich kenne Bangas Strategien, wie die Rückseite meiner Pfote. Imperatoren studieren einander. Dann bedeutet das, dass Banga eure Strategien ebenfalls kennt. Er kennt eure Strategien in- und auswendig. Und dennoch werden sie ihm nichts nutzen. Ich werde sein Ende sein, Kommandeur. Und ihr werdet mir helfen. Ja. Wofür braucht ihr mich an der Front? Eure Präsenz wird eine Botschaft senden. An die Legion. An Banga. Er wird sehen, dass seine Zeit gekommen ist. Was er sehen wird, sind all seine Feinde am selben Ort, zur selben Zeit. Wir nennen so etwas eine Gelegenheit. Ich nenne es Kämpfen an der Front, Schwertschatten. Etwas, über das ihr absolut nichts wisst. Was haltet ihr von Bams Plan? Ich glaube, wenn diese Tür offen wäre, würde unsere Unterhaltung ganz anders ausfallen. Aber Jormak wird erwachen. Und zwar bald. Jede Sekunde, die wir hier streiten, ist eine Sekunde, die wir Banga und dem Drachen schenken. Okay, einen Moment noch. Zack, bam. Was ist dein Plan? Tanzen, damit die Geister zuhören. Kommandeur, ich weiß, verlange hier eine Menge, aber ich bin sicher, ich kann den Weg in die Feste finden. Was ist der Schlüssel, um diese Tür zu öffnen? Die Geister der Wildnis. Ihre Magie kanalisiert durch die Runen um die Tür herum. Ich habe versucht, Antworten vom Wolf, dem Raben, der Schneeleopardin und der Bären zu bekommen. Aber ich glaube, sie waren lieber Distanz. Vielleicht aus gutem Grund. Vielleicht. Aber wir haben unsere Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Ihr hattet die verdorbenen Geister vorhin erwähnt. Ja. Wenn die anderen Geister nicht antworten, vielleicht werden sie es. Am Drakkarsee hat das funktioniert. Sind sie noch immer verdorben? Damit kann ich umgehen. Was haltet ihr von Smodos Plan? Versteht mich nicht falsch, Kommandeur. Ich bin ganz dafür, die Tür einzutreten und den Laden hochzujagen. Aber dies ist Jormaks Territorium. Banga ist im Vorteil. Ja, keine Ahnung, was für Überraschungen uns da drin erwarten. Für das hier trainiert die Eisenlegion. Das ist das, was wir tun, Kommandeur. Einen Moment noch. So, spricht mit Kretia, aber wir können auch Kasmir. Smodu ist zuversichtlich. Vielleicht zu zuversichtlich. Aber so ist er nun mal auf Gedeih und Verderb. Die Ruinen unter der Feste sind vielleicht eine sichere Wahl. Aber wir wären Narren, wenn wir dächten, dass Banga nichts von ihnen wüsste. Jo. Ridlock. Obwohl ich es vor seiner dämlichen Visage nie zugeben würde. Smodo hat vermutlich sogar recht. Wir können nicht einfach rumsitzen. So, dann haben wir noch Efren. Ich denke, wir sollten Braham die Zeit geben, die er benötigt. Wenn wir alle reingehen, riskieren wir auch alle. Wir wissen nicht genug über ihre Verteidigung. Wir wissen nicht einmal, wie viele von der Frostlegion da drin sind. Das passt mir nicht. So, Kretia. Na schön, Kommandeur. Was meint ihr? Ich glaube, wir... Was? Auftritt Rüland. Oh! Zack! Und geschossen.
Wieland! Wir haben alle Ausgänge unter Kontrolle. Nehmt eure Waffen runter. Nehmt ihr doch eure runter. Das ist keine Verhandlung. Spürt ihr gut? Blickt euch ständig um. Sie sind überall. Treibt sie zurück. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie das Lager einnehmen. Schnell! Kümmert euch um diese Portale oder sie überwältigen uns. Ich werde euch zerbrechen. Okay, auf Portale rein. Nee, kann man gar nicht. Spürt die Wut. Klopf sie, zerreiß sie. Was ist langsam? Aufgabe überlebt. War doch einfach. Ja. Nun, wie unpraktisch. Es ist viel mehr als das. Wie hat Wieland uns gefunden? Oh, ah, es brennt. Ah. Von eurem Doppelagenten. Oh, ich habe kalte Füße. Wir haben ihre Lager hochgejagt. Lautstark. Wir wussten, das würde passieren. Schon, aber nicht so früh. Und nicht mit einem Loch ins Modus Kopf. Das ändert nichts. Schön, dass das Reiche weg ist. Jede Sekunde, die wir hier stehen, kommen mehr von der Frostlegion aufs Feld. Wer ist Modus Stellvertretung bei der Eisenlegion? Höchstwahrscheinlich Mia Zündeschuss. Tribun, Smodur vertraute ihr. Sie hat uns in den Donnerkopfgipfeln beim Kampf gegen Kalkatorik geholfen. Wo ist sie? Nicht hier, aber wir werden sie finden. Keine Zeit. Ephraim, ihr habt südlich der Linie recht eng mit Smodur und der Eisenlegion zusammengearbeitet. In der Tat. Aber das heißt nicht, dass die Eisenlegion Befehle von mir annimmt. Sie haben euch gemeinsam mit Smodur kämpfen sehen. Sie respektieren euch. Das Fußvolk helfe ich euch schon zu organisieren. Was soll ich tun? Wenn ihr diese Tür aufbekommt, bevor wir abmarschieren, folgen wir eurem Plan. Aber länger können wir nicht warten. Kretia hat recht. Je länger wir reden, desto größer wird die Frostlegion und desto näher ist Jormag dem Erwachen. Wir kämpfen nicht bloß, um Bangar aufzuhalten. Wir kämpfen für die Zukunft aller Char. Braham? Ich werde euch nicht enttäuschen. Kommandeur, ich treffe euch dort. Bin ich nicht einfach und schlagbar? Jo, jetzt haben sie noch alle was zu sagen. Bam. Hey, Kommandeur, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Kann kaum glauben, dass Rieland uns alle übervorteilt hat. Er gehört, wie zornig er nach der Sache mit Cinder war. Auf euch, auf Kretia, aber vor allem auf Smodo. Wir hätten mehr Vorsicht walten lassen sollen. Ihr dürft euch nicht die Schuld geben. Da ich über Rieland weiß, was ich weiß, bin ich sicher, er hätte irgendwann seinen Weg hineingefunden. Das ist ein guter Einwand. Kretia, wir dürfen nicht zulassen, dass uns das bremst. Wenn wir uns festfressen, sterben wir. Wir werden nicht aufhören. Ich werde mit Bam gemeinsam an der Tür arbeiten. Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen, die Eisenlegion auf Spur zu bekommen. Smode hatte eine Menge Unterstützer. Die werden sich das nicht gefallen lassen. Und ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Woodlock, Smode war vielleicht ein Esel, aber er hat das nicht verdient. Aber ob er das verdient hat, weiß ich nicht. Wieland war uns gegenüber im Vorteil. Hätte schlimmer sein können. Viel schlimmer. Ich schätze schon, aber wenn Smodo Cinder nicht abgeschlachtet hätte, wären wir nicht in dieser Situation, ich weiß. Malis, das ist ungünstig, gelinde gesagt. Ist das alles, was ihr dazu zu sagen habt? Smodo und ich, wir hatten unsere Differenzen, aber wir haben das Beste draus gemacht, zum Wohle der Schar. Jetzt... Wir sind ihm viele schuldig, trotz allem. Das sind wir. Und die Eisenlegion wird seine beste Weise gedenken. Doch die Aschelegion, die Blutlegion, die Flammenlegion, wir werden uns seiner sicher alle auf unterschiedliche Art erinnern. Sicher? Ephraim, das ist ein Desaster. Ein Imperator ist kaltblütig ermordet worden. Wir dürfen uns nicht davon beirren lassen. Das würde Smodo nicht wollen.
Wir waren uns in vielem uneins, doch wir wussten beide, dass Bunker nur das erste von vielen Problemen war, was die Schar vor sich haben. Ihr meint Jormag. Jormag, die Oberherrschaft. Die Ideale selbst, die uns in diese Situation gebracht haben. Smodo wusste, dass dieses Gift tief in den Schar steckt. Und ihr werdet helfen, es auszumerzen, ich weiß das. Jo. Damit raus hier. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.